Stimmt noch was. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch diese nette kleine Tomate auf einen lebenden Big Daddy werfen. Und schon sind wir in der Lage, uns von ihm schützen zu lassen. Und ich muss mal sagen, also unsere Lebensleiste ist ja schon ganz schön lang. Mein Daddy ist schlauer als Einstein, stärker als Herkules und er entfacht ein Feuer mit einem Fingerschnipp. Mein Daddy, Mister, nicht, wenn sie nicht in den Garten des Gart kommen. Schlaue Daddy, kann... Natürlich. Ich bin dein Vater. Wärmesuchende Panzergranaten. Wow. Also der Typ hier war ja echt schwer bewaffnet. Hat ihm leider doch nichts gebracht. Wer singt denn da so lieblich? Durch Nacht und Wind. Das ist der Houdini-Splicer. Ohne sein Kind. Okay, mein Freund. Dir geht es anscheinend nicht besonders gut. Das ist eine Maschine. Oh Gott, wieso tut er mir das an? Die Maschine steht genau unter einem Sicherheitskamera-Dinger. Und will mich einfach nur verarschen. Oh, was tue ich jetzt? Was tue ich jetzt? Da. Das hier. Oh, es gibt nicht. Oh, doch, hier ist es noch. Und fertig. Da ist die Scheißkamera. Oh, scheinbar. Ich bin niemand eingeladen. Ich bin 10-mal besser! Wer bist du denn? Du bist ein Lizard-Splicer. Oder ein wunderbares AAA-Foto. Mit Action-Motiv. Und jetzt habe ich auch die neue Stufe erreicht, oder? Ja, perfekt. Erhöhter Schaden, plus. Wow. Das sieht ein bisschen mehr aus. Oh, was ist denn hier, Leute? Leute, was soll das? Ach, Mann, mach hin. Ey, jetzt. Beachte ich doch mal, ey. Ja. Schießt der auf den und die anderen auf den anderen drauf und ich kann einfach nichts machen. Ja, aber dafür habe ich jetzt das Camouflage-Ding. Camouflage ist echt extrem hilfreich in vielen Situationen. So. Hier gibt es einiges an Audio-Nachrichten. Haben wir das hier schon gehört? Es gab Bestrebungen, den Einsatz von Plasmiden zu beschränken. Nein, haben wir noch nicht. Mein Gott. Wegen der Nebenwirkungen. Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Ach, doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? Der Markt reagiert nicht wie ein kleines Kind, das beim ersten Anzeichen von Unwohlsein gleich zu schreien anfängt. Der Markt ist geduldig und wir müssen es auch sein. Natürlich, Andrew. Du kennst dich perfekt aus, nicht wahr? Gregory, komm mir nicht mit deinem Gejammer über die Kräfte des freien Marktes und glaub ja nicht, ich bestrafe unsere Bürger dafür, dass sie ein bisschen Einsatz zeigen. Wenn dir nicht gefällt, was Fontaine macht, dann schlage ich vor, du machst dir mal Gedanken, wie man ein besseres Produkt anbieten kann. Genau, Gregory. Gib dir doch mal ein wenig Mühe, bitte. Ja, ich weiß von der Abriegelung der Stadt. Das ist lächerlich. Gib mir nur eine Minute. Whoa. Die ersten Lazarus-Tests waren sehr vielversprechend. Wenn diese Gallica-Rosen blühen, sind wir im Geschäft. Herrgott nochmal. Hey, die Abriegelung! Oh ja, gut, ich verschwinde. Aber irgendjemand muss nochmal zurückkommen und nach diesen Proben sehen. Sie sind extrem wichtig. Oh. Findest du wohl lustig, ne? Arschloch. Halt, schießt er einfach so. Nein. Nach
Pistolen und Handtaschen, die in Gebüschen versteckt wurden. Riesenpistolen, Handtaschen und Raketenwerfer, und kommt jetzt auch noch der Flammenwerfer. Na super. Also wirklich. Wer sich diesen Scheiß ausgedacht hat. Wieso geht's hier nicht durch? Ja. Na gut, folgen wir halt mal zwangsweise dem Pfeil. Tun so, als würde uns die Mission irgendwie tangieren. Ich brauche mal wohin. Roland, mein Freund. Roland. Zigarettchen, Lagerkiste. Und natürlich Wiederbelebung. 360 Joule. Nochmal. 3, 2, 1. Achtung! Der Patient ist tot. Naja, ich habe alles versucht, diese Katze zu retten. Aber es kam wieder zu spät. Nicht zu glauben, wie sehr sich alles verändert hat, seitdem ich Steinmans Praxis verlassen habe. Ich kann Witcher fast nicht wiedererkennen. Sie sollen Leute auf dem Apollo Square eingekesselt haben. Ich habe Ryan gefragt, wie er Unschuldigen so etwas antun könne. Er sagte nur, Unschuldige? Wenn sie sich nicht dafür entscheiden, Rapture zu verteidigen, dann stehen sie auf der Seite von Atlas und seinen Schergen. Es gibt also keine Unschuldigen. Es gibt nur Helden und Verbrecher. Also, wenn du nicht mein Freund bist, dann bist du mein Feind. Das ist so eine Logik, die mir nicht so ganz... Warning Hills ist gleich da drüben. Und auch die Anlegestelle der Tauchgruppe. Ach, verdammt. Jetzt direkt weiter zu Ryan. Und hier ist der Camouflage ganz hilfreich. Weil ich kann jetzt einfach nur stehen bleiben. Und mir wird nicht das Geringste passieren. Ist zwar äußerst langweilig, aber so bleibt wenigstens Zeit, ein wenig zu quatschen. Und zwar geht uns ein wenig die Munition aus, aber es sollte bald soweit sein, dass wir weiterkommen. Gut, dann schieße ich gleich erstmal mein Foto von der Sicherheitskamera, wenn das hier endet. Na, oder auch nicht, ich mach's einfach direkt. Oder ein paar mehr Fotos. Weg bin ich. Wunderbar. Es ist so lustig, die wissen zwar, wo ich bin, aber die können mich nicht angreifen, weil mich das Camouflage das Miet einfach davor schützt. Einfach nur lächerlich. Aber ich hätte auch den Sicherheitssender benutzen können. Aber was soll's. Man kann nicht alles haben. Ich muss mal mit der panzerbrechenden Munition. Schuss. Nicht schlecht. Gut, wer hat da gelacht? Ja, kommen wir wieder zurück zu Andrew. An der Oberfläche habe ich einst einen Wald gekauft. Die Parasiten behaupteten, das Land gehöre Gott und verlangten, dass ich dort einen öffentlichen Park errichten sollte. Weshalb? Damit das gemeine Volk mit offenem Mund unter dem Himmelszelt stehen kann und so tun kann, als wäre es das Paradies, das es sich verdient hätte? Als die Regierung meinen Wald verstaatlichen wollte, habe ich ihn mit eigener Hand niedergebrannt. Nicht Gott hat die Samen für dieses Arcadia gesät. Ich weiß. Bist du nicht Gott? Sowas aber auch. Andrew, so bescheiden heute. Ja, aber man darf das nicht verkennen. Andrew Ryan ist schon ein großer Mann. Ein wahrer Visionär. Absolut irre. Einfach nur cool. Gut, dann probieren wir es gleich mal aus. Hypnotize Big Daddy. Und jetzt bin ich seine kleine Little Sister. Finde ich nicht süß. Erzähl mal, Marissa. Als wir hier ankamen, fing Marsha sofort an zu schreien. Ah, Marsha. Mama, wieder. Mama, was ist das? Was ist das? Ich dachte erst, sie hatte so eine Art Anfall. Dann wurde mir krank. Was ist zum Teufel hier los? Atlas! Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, Ryan hat Arcadia gerade vernichtet. Er hat irgendwas mit der Atemluft angestellt. Wir befinden uns auf dem Meeresgrund, Junge. Wow. Der gesamte Sauerstoff kommt von den Bäumen. Keine Bäume, kein Sauerstoff. Denk mal drüber nach.
Arcadia ist eine alterne Schönheit namens Langford. Ganz in Ordnung, aber sie macht so ziemlich alles für ein paar Dollar. Wenn sie noch am Leben ist, dann wird sie ihre Bäume ganz bestimmt retten wollen. Wohin hat sie die verdammten Dinger gepflanzt? Sie macht alles für ein paar Dollar. Das ist auch schön. Ja, Big Daddy, du bist ein bisschen fett, ne? Oder ein wenig im Weg. Suchen wir erstmal Julie. Julia, wo bist du? Mein kleines Corona. Meine Bäume! Das warst doch nicht du, oder? Siehst so dämlich aus. Ryan! Ich glaube, ich weiß, wie ich die Bäume retten kann. Es ist ein genetischer Vektor, der... Ach, wem erzähle ich das? Könntest du eine Rosa Gallica für mich finden? Such in der Grotte. Ich muss weiterarbeiten, solange noch Zeit bleibt. Ja, ich kann es mehrmals noch einmal. Wunderbar. Na, komm mal mit, mein Kumpel. Das war unsere Heim! Wow, das ist ein hübsches Foto. Das sollte ich mir einrahmen. Interessant. Strafe, Motiv wurde fotografiert und trotzdem habe ich ein A-Foto. Na, was soll's. Erstmal ein bisschen Film verbraten. Und Sportboost. In der heutigen gefahrenvollen Zeit kann es nie schaden, schneller zu sein als andere. Denken Sie daran, dass Sie es ja nicht unbedingt mit einem Spicer aufnehmen müssen. Vielleicht reicht es ja auch schon, schneller als Ihr Nachbar zu sein. Sie bewegen und schwingen die Rohrzange schneller. Na gut, erstmal einlagern. Weil die Spicer immer die Rohrzange benutzen. Wow, immer noch Arminus. Das ist eine gute Gruppe. Damit komme ich weiter. Wow, spring alle auf mich zu. Erhöht der Schaden. Den hintersten habe ich ja noch nicht fotografiert gehabt, oder? Oh doch. Na, trotzdem A. Oh, ich kann die Rosie auch fotografieren, während ich sie kontrolliere. Photographer's Eye. Jeder hat eine geheime Schwäche, aber mit Photographer's Eye 2 bleiben sie nicht länger geheim. Wow, ich krieg direkt 2. Und ich habe direkt seine hässliche Fresse im Bild. Ist ja ekelhaft. Rosie, bitte lächeln. Nein. 10% so gut. Oh, ich krieg's noch hin, oder? Bitte. Ja! Sportboost 2. Oh, wer hätte das nur gedacht? Jetzt schwingen sie die Rohrzange viel schneller. Ob so was bringt, wenn man Sportboost 1 und 2 zusammen benutzt? Na, wer weiß. Am besten erst. Du besudelst diesen Ort! Ein Foto. Oder ein paar Fotos. Schließlich sollte man ja darauf achten, gutes Material zu verwenden. Aber auch interessant, was sie sich aufgebaut hat. Komm, sie bekleiden sich mit Blättern und nennen sich die Saturnjünger. Naja, yeah. Sie trinken menschliches Blut und singen geisteskranke Sprechchöre. Schön. Sie glauben, sie wären beseelt von altertümlichen Gottheiten. Dass ich nicht lache. Alternde Mitglieder einer Bruderschaft sind sie. Die Plasmide schlucken und es Ambrosia nennen. Verwirrte Irre. Man muss sie doch einfach nur lieb haben. Du spielst mit den Saturnjüngern! Saturnjünger? Halt die Fresse, du bist ja komplett Wahnsinn. Da steht aber nicht Strafe, das bedeutet, das ist ein anderer. Oh nein! Wie viele von diesen Wahnsinnigen gibt's denn hier? Naja. Wir werden es wohl bald herausfinden. Sehr bald, leider. Ja, er ist tot, okay. Oh, du willst mich nicht mehr helfen. Und wie sieht's jetzt aus? Wunderbar. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Julie Langford haben wir gefunden. Ach, wir sollen hier die Blume holen, ne? Diese, die am Strauch da hängen. Diese große, rote. Was ist denn hier? Mehr Saturnjünger-Schatz?